Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Neue Augen. Und ich würde sagen, wir suchen uns direkt hier mal da hinten. Schulteich waren wir schon. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal ins Kloster. Lilly durfte nicht ins Kloster, bevor die Gartenarbeit erledigt war. Hoffentlich fing es nicht wieder an zu hageln. Okay, das war wohl nichts. Dann zum Schulteich. Was war das? Hey! Hilfe! Als Lilly zurück an den Brunnen kam, war Freeman verschwunden. Geil. So. Ja. Na gut, okay, wartet. Nein, nein. Ah, ah, was soll das? Lilly, nein! Geht weg, geht weg! Ich habe eine Allergie! Ah! Oh nein, jetzt war der tollpatschigen Lilly doch glatt das Bienennest in den Brunnen gefallen. Den Bienen schien das auch wenig zu gefallen. Ihr Summen klang anders als sonst. So, wartet mal einen ganz klitzekleinen Augenblick. Ich muss mal kurz was machen. Moment, ich bin sofort wieder bei euch. Dumm-di-dumm-di-dumm. Okay. Um mal den Rucklern vorzubeugen, musste ich gerade mal was einstellen. Lilly! Hilfe! Lilly hörte seltsame Geräusche vom Brunnengrund, aber sie war ein braves Kind und wusste, dass sie nicht in der Nähe des Brunnens spielen durfte. Genau wie Freeman. Sie hatte es ihm ja sogar selbst ausdrücklich gesagt. Wo war er nur? Können wir jetzt da den... Ach, schön. Gucken wir doch mal, was Edna uns noch so zu berichten hat. In der Komposttonne gammelten Gartenabfälle gemütlich vor sich hin. Ein Paradies für Maden und Spinnen. Lilly konnte sich kaum an dem bunten Treiben satt sehen. Gott, okay. Können wir jetzt hier... Gib dir keine Mühe, Lilly. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Können wir die Termiten Lilly vertreiben? Lilly erkannte schnell, dass sie die Termiten auf diese Weise niemals verscheuchen würde. Sie brauchte einen besseren Plan. Der Schaukelbaum. Ja, was hatte die? Ja. Sprechen wir nochmal mit Edna. Da hatten wir ja vorhin abgebrochen. Hey Lilly, was gibt's Neues? Du willst bestimmt wissen, wie die Schatzsuche vorangeht, oder? Genau! Nun, um ehrlich zu sein, nicht so gut. Der Boden ist einfach zu fest. Ohne Schaufel werde ich hier wohl kaum fündig werden. Dafür habe ich aber schon einen prima Rand unter den Fingernägeln und aus Versehen eine Nacktschnecke verschluckt. Ein kleines Trostpflaster von Mutter Natur. Kommt das genauso ekelhaft rüber, wie ich es gerade aufgenommen habe? Naja. Was musst du denn jetzt schon wieder für die Oberin machen? Und jetzt sag nicht, du musst wieder ihre Warzen mit Bimsstein ab... Ich finde...
Beete umgraben. Warte mal, Lilly. Hier ist gerade eine besonders harte Stelle. Ach, so ein Dreck. Ich ruiniere mir noch meine ganze Hornhaut. Hab so lange darauf gespart. Die Beete könnten aber auch echt mal wieder umgegraben werden. Aha. Sag jetzt nicht, dass dir die Oberin genau das aufgetragen hat. Aha. Aber das ist ja großartig. Dann kannst du mir am Ende doch noch helfen, den Schatz auszubuddeln. Du musst sogar. Es geschieht quasi im Auftrag des Herrn. Aha. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Schaufel. Die Schaufel war doch unten im Keller, aber wie kommen wir da dran? Die Schaufel, Lilly. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, woher wir eine Schaufel nehmen sollen. Ich würde vermuten, dass die im Keller aufbewahrt wird. Jetzt Aha. brauchen wir nur noch eine Möglichkeit, in den Keller zu gelangen. Du kannst nicht zufällig durch Wände gehen. Das müssen wir dir unbedingt mal beibringen, wenn Zeit ist. Aber zuerst solltest du dich auf die Schaufel konzentrieren. Die hat oberste Priorität. Okay, kümmern wir uns um die Schaufel. Was machen wir denn mit den Termiten? Sie hat dir aufgetragen, die Termiten vom Schaukelbaum zu entfernen, richtig? Aha. Das musste ja so weit kommen. Weiß sie eigentlich, wie schwer es war, die alle zusammenzubekommen? Für die großen Roten bin ich sogar ins Feuerwehrmuseum eingebrochen. Und dann die ganze Mühe, ihnen Kunststücke beizubringen. Polonaise können sie bereits, wenn man ihnen eine Spur aus Marmelade legt. Als Aha. nächstes wollte ich ihnen Cha-Cha beibringen. Ach, was soll's. Vielleicht schaffst du es, sie nur umzusiedeln, anstatt sie in die Luft zu sprengen oder was du sonst so vorhattest. Ich würde dir sogar dabei helfen, aber meine Marmelade ist alle. Also, in die Luft springen hört sich im Prinzip saugeil an, würde ich mal so sagen. Marmeladenersatz, das ist interessant. Kommt, Leute. Machst du dir etwa immer noch Sorgen wegen der Termiten? Ich würde dir ja echt gerne helfen. Leider habe ich keine Marmelade mehr, um die Schnutzis wegzulocken. Aber wenn wir erst einmal den Schatz gefunden haben, können wir uns eine ganze Marmeladenfabrik kaufen. Oder besser noch, eine Imkerei. Ich finde Honig sowieso viel lässiger als Marmelade. Er klebt besser unter der Schuhsohle. Und wenn wir eine Imkerei hätten, könnten wir auch die Bienen abrichten. Vielleicht gibt es doch noch eine Chance für mein Projekt Gucklöcher für die chinesische Mauer. Die macht mir Angst. Aber gut. Zurück. Die Oberin hat mal wieder einen schlechten Tag, oder? Aha. War nicht schwer zu erraten. Den letzten guten Tag hatte sie damals, als der Mums rumging. Ich habe sie selten so laut lachen gehört. Lass dich einfach nicht zu sehr von ihr ärgern, okay? Gut, okay. Dann... Was machen wir denn jetzt? Zum Schulteich? Können wir die Pumpe nochmal anstellen? Lili! Bist du von allen guten Geistern verlassen? Schalte das sofort ab! Aber... Hab ich dir nicht ganz genau gesagt, was du zu tun hast? Ich kann einfach nicht glauben, dass du es immer wieder schaffst, mich aufs Neue zu enttäuschen! Lili verstand nicht, was sie falsch gemacht hatte. Gehen wir doch mal zum Brunnen und gucken, ob wir den jetzt haben vorlaufen lassen. Freeman mochte vielleicht etwas grummelig sein, aber mit den roten Punkten und den gelben Honigflecken sah er so lustig aus. Das konnte unmöglich lange anhalten. Wir sprechen ihn mal an. Lilly, vielen Dank für deine tolle Hilfe. Das hast du wirklich klasse gemacht. Wenn ich dir irgendwie helfen kann... du willst den Kellerschlüssel haben. Aber natürlich. Nicht. Was fällt dir überhaupt ein? Du hast mich auf die Idee gebracht, in den Brunnen zu klettern. Deinetwegen bin ich hineingefallen. Aber anstatt mir rauszuhelfen, wirfst du mir ein Bienennest auf den Kopf. Und ertränkst mich beinahe. Sieh mich an. Ich bin nass, zerstochen und von oben bis unten mit Honig vollgeschmiert. Ich weiß, alle halten dich für süß und harmlos. Aber in Wirklichkeit bist du eine wandelnde Katastrophe. Das mit dem Schlüssel kannst du jedenfalls vergessen. Halt dich
von mir fern. Ja. Ach, der Bienenstock. Lilly war stolz auf sich. Sie hatte einen Weg gefunden, an das Bienennest zu gelangen. Und den Bienen schien es auch noch gut zu gehen. Alle waren glücklich. Ja, wir nehmen es einfach mit. Lilly dachte darüber nach, den Honig mit bloßen Händen aufzusammeln. Aber dann erinnerte sie sich an die Schelte, die sie neulich in der Kantine bekommen hatte. Sie brauchte einen besseren Plan. Pinsel. Das klappt auch noch. So. Das klappt wohl nicht. Na, geh weg, Inventar. So, dann gehen wir. Aber wir können die doch damit. Ah, wir hinterlassen automatisch die Spur. Na, komm. Dann würde ich sagen, pinseln wir mal den Baum ein. Lilly hätte dem Baum gerne all ihre tollen Sachen gezeigt, aber er hörte sie gar nicht. Halb so schlimm. Lilly war das gewohnt. So, wir müssen doch jetzt im Prinzip nur noch hier. Lilly hätte halb ja, so. Ja, kennen wir schon. Dieses Lied übrigens extrem. Ja, warum kommen denn die netten Termiten nicht mit? Wir haben doch im Prinzip jetzt diese Honigspur gelegt. Ach. Bin ja auch einer. Probieren wir das mal gerade aus. Tatsächlich reagierten die Termiten sehr aufgeregt auf den Honig. Um sie wegzulocken, musste Lilly nur noch eine geeignete Stelle finden, wo sie ihn hinschmieren konnte. Lilly hätte dem halb so schl... Ja. Die Komposttonne war der ideale Platz, um die Termiten umzusiedeln. Lilly machte sich sofort ans Werk. Haben wir. Der Plan hatte soweit funktioniert. Vielleicht sogar etwas zu gut. Die Termiten folgten nun Lillys Honigtapsen zurück in den Innenhof. Ah, nein, nicht! Geht weg! Ah, Von dort wehte der Wind seltsame Laute zu ihr herüber. Wahrscheinlich waren das die Termiten, die sich über ihr neues Zuhause freuten. Genau. Und was das war, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Noobvogel. Tschüssi.